braucht nicht nach Mallorca oder sonst wohin fliegen. Für mich ist das hier viel schöner, wenn ich so mit meinen 5 Pferden durch die Landschaft fahren kann. Schon dieses Geräusch jetzt, ne? Dieses gleichmäßige Getrappel der Hufe. Aktives Sitzen nennt man das. Deswegen möchte ich mit der Postkutsche fahren, weil die ganze Welt ständig alles mit 200 PS und 300 Stundenkilometer machen will. Für Cox eine, für Charlie eine, Paulchen, du kriegst auch noch eine. Stärkt euch noch ein bisschen, Jungs, das wird kein Zuckerschlecken in den nächsten Tagen für euch. Hallo, herzlich willkommen zum Hanseblick. Thilo, dann würde ich sagen, steig mal auf und dann können wir uns hier oben noch ein bisschen unterhalten. Also, Anklam ist unser Startpunkt und wir wollen nach Osten. Helmut, schwing die Peitsche. Warte. Mein Postillon hat zum Aufbruch geblasen. Ich möchte mich recht herzlich von den Anklammern verabschieden. Kommt, Jungs, auf geht die Reise. Alles klar. Unterwegs mit 5 PS und das 700 Kilometer lang. Macht Langsamkeit wirklich glücklich? In Anklam sind wir gestartet. Einmal geht es quer durch Polen, Stettin, Danzig, nach Malbork, dem früheren Marienburg, bis nach Braniewo, früher Braunsberg. Unterwegs wie vor 200 Jahren, meist auf alten Postwegen. Einige Gäste werden nicht die ganze Zeit mit dabei sein. Rolf, Landwirt aus Nordrhein-Westfalen, hat eine gute Woche gebucht. Hannelore, Finanzbeamtin aus Greifswald, fragt sich insgeheim, ob das nicht irgendwann alles ein bisschen eintönig wird. Und Carola hatte die weiteste Anreise. Sie arbeitet in Kanada im Gas- und Ölgeschäft und macht, genauso wie das Professorenpaar Karin und Rüdiger Ostermann, nicht zum ersten Mal Urlaub auf Helmuts Kutsche. Kann das sein? Noch nicht mal eine Stunde unterwegs und schon haben wir uns verfahren? Das ist ein Graben da hinten, ne? Nehme ich an. Aber wir haben schon aus Anklam raus nicht die richtige Straße gehabt. Wir irren auf diesem Feld umher und suchen irgendwie einen Ausweg. Überall sind Entwässerungsgräben und wir müssen eigentlich nur 50 Meter rüber auf die andere Seite. Da ist die Straße, aber wir finden den Ausweg nicht. Oh. Hier können wir rüber über den Graben. Das ist ein Entwässerungsgraben, weil das alles Moorland ist hier. Passiert das öfter mit? Kann mal passieren, ja. Deine Kundschafter haben was gefunden, Helmut. Ja. Und wo ein Weg reingeht, geht auch ein Weg wieder raus. Und das ist er hier. Und bis jetzt haben wir immer wieder rausgefunden. Komm hier, komm! Komm! Alle Mann! Oder ein Teil der Orte, die war noch anders. Hattet ihr kurzzeitig ein bisschen Bedenken, als wir hier so kreuz und quer über den Acker sind, ohne jegliche Orientierung? Warum? Wir wissen doch, wer da auf dem Bock sitzt. Ja, aber er sah zwischenzeitlich schon so ein bisschen orientierungslos aus, ne? Wer hat schon? Geht mal mit beide einmal erstmal nach vorne und dann nachher beide nach hinten. Ja. Nimm mal Charlie. Das ist Paulchen hier, ne? Das ist Paul, so, jetzt ist Cox. Nach dem Motto, Durst ist schlimmer als Heimweh. Wie viel brauchen die pro Tag? Ja, wenn das so warm ist wie heute, dann werden wir pro Tag ungefähr bei 50, 60 Liter liegen. Pro Pferd. Pro Pferd? Pro Pferd. Ach du Scheiße. Sie saufen, wenn es normale Witterung ist und sie nicht arbeiten brauchen, brauchen sie ungefähr 20, 25 Liter. Aber eben, wenn es warm ist und sie schwitzen, dann brauchen sie das Dreifache. Das geht bis 100 Liter hoch. Hallo. Hier, Tilo. Ja? Steh, Charlie. So, wir haben Anklam hinter uns gelassen. Bewegen uns ganz gemütlich mit 5 km/h Richtung Osten. Wir haben kein GPS, die Schilder werden auch immer seltener. Was wir haben ist Helmut Deutschkämer, das ist der Kutscher. Helmut, woran orientierst du dich? Ja, wenn man mit der Land oder im Land groß geworden ist, dann kann man sich an sehr vielen Dingen in der Natur orientieren. Im Moment orientiere ich mich ein bisschen nach der Sonne. Wir haben das kurz nach 12 und also müsste die Sonne auf Süden stehen. Und wir wollen so Südosten, also müsste die Straße die richtige Richtung haben.
muss auch alles möglichst so langsam und so altmodisch sein wie damals. Ja, wer schnell fahren will, der soll eine Rakete oder ein Flugzeug nehmen. Wir wollen die Natur genießen, meine Gäste auch. Deswegen fahren wir eben langsam, so dass wir eben jedes Blatt im Wind sehen können. Und um das zu genießen, kann man nicht einfach so auf den Bock steigen und die Pferde anspannen und los. Da steckt eine ausgetüftelte Logistik dahinter. Zwei Tage zuvor auf Helmuts Gehöft im mecklenburgischen Dabel. Ein LKW wird die Kutsche auf der gesamten Reise begleiten. Bloß nichts vergessen. Ja, das ja. Aber welche? Rechts. So. So, hier habe ich vom Prinzip her meine Checkliste, wo ich schon einige Sachen, die ich schon auf dem Wagen habe, abgehackt habe. Und jetzt haben wir die Geschirre aufgeladen. Da können wir die nächsten Sachen dann vom Prinzip her hier abhacken, damit wir wissen, was haben wir. So. Helmut schläft mit LKW-Fahrer Eckert im Auto. In der ersten Woche sind sie dort sogar zu dritt. Der Postillon Christian bezieht ebenfalls im Wohnabteil des umgebauten Möbeltransporters Nachtquartier. So. So, jetzt haben wir erstmal einen Teil drin. Männercamping auf 8 Quadratmetern. Steh, ist gut, steh. 5 Pferde, 20 neue Hufe. Helmut hat extra einen mobilen Schmied auf seinen Hof bestellt. Jetzt wird der Huf weiter ausgeschnitten, korrigiert. Und das, was alles zu viel dran ist, muss dann abgeschnitten werden. Steh, was soll das? Jetzt sind die Beine vorbereitet, sind die Hufe vorbereitet, dass die neuen Eisen entsprechend angepasst werden können. Die hält er jetzt erst einmal so kalt drauf, um zu sehen, welche Größe er braucht. Jedes Hufeisen eine Maßanfertigung. Eine gute Stunde braucht der Schmied pro Pferd. Und jetzt wird das Eisen ausgerichtet, so dass es eben für Paul seinen Huf genau passt. Kavalier, komm her hier. Und jetzt muss nur noch Tierärztin Agnes Göpfert ihr Okay geben. So, ja. So. Wollen wir mal gucken, ob er fit ist für die große Reise, ne? Ja. Freitag geht's los? Freitag fahren wir los. Er ist Stangenpferd hinten rechts und müsste eigentlich soweit alles gesund sein. Er hat das Problem gehabt, ein bisschen Sonnenbrand hier. Ja. Haben wir aber vom Prinzip ja wieder alles zurück. Wieder weggekriegt. Ja. Ist noch ein bisschen verschorft, aber das geht wieder ganz weg. Wenn mit Milchfett aufgepasst, dass es nicht spröde wird. Genau, das ist ja ganz typisch, diese unpigmentierten Stellen. Das ja, ist wie bei ja. Menschen auch. Auch ein Pferd kann an solchen Stellen Sonnenbrand bekommen. Ja, und hat er hier von oben bis runter, aber ist im Abklingen. Sonst kann man da wirklich auch eine Sonnencreme für Kinder kann man da auch drauf machen, Helmut, als Schutz, wenn ihr wirklich an sehr sonnigen Tagen fahrt. Und ansonsten, wie du schon gemacht Milchfett. Hast, bisschen Milchfett. Hilft überall. Die Pferde sind fit, der LKW ist beladen. 2 Jahre lang hat der studierte Landwirt Helmut Deutschkämer diese Reise vorbereitet. Was kann jetzt wohl noch schiefgehen? Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vor. Immer rum, sonst kommen wir. So, jetzt rechts halten. Bei einem Tagespensum von mehr als 40 Kilometern ist eine längere Pause für die Pferde unverzichtbar. Anderthalb Stunden Ruhe. Komm, Paul! Paul!
Ecke, aber nichts. Doch, doch. Mittagspause. Ja, das wird er dann heute Maul jetzt. Ja. Erst die Pferde, und dann die Menschen. Beim Reiten wie beim Kutschefahren, würde ich denken. Komm, bleib hier. Mein Problemfall ist Paul. Weil er nicht genug Eigeninitiative, nicht genug allein Temperament entwickelt. Komm mal zurück, Charlie. Zurück. Zurück. Und das haben wir unterwegs auch gemerkt, dass ich ihn das öftere Mal erinnern muss, warum er vor dem Wagen ist, dass er eben auch ziehen muss und was tun muss. Denn er will ja heute Abend wieder genauso viel Hafer haben wie seine anderen Kollegen. Und deswegen muss er eben auch was tun. Da reicht zwei Farben drüber. Komm, du bist nicht hier. Satt sind sie alle. Guck, die beiden schlafen jetzt zum Beispiel. Die sind jetzt vollkommen tiefenentspannt. Das ist so ein ganz typisches Zeichen, wenn sie stehen und ein Hinterbein so angewinkelt haben. Der döst, Auge ist halb zu, Ohr geht ein bisschen hin und her. Und sagt jetzt so, warte drauf, was kommt als nächstes. Die deutsch-polnische Grenze ist erreicht, der Stadtrand von Stettin nicht mehr weit. So, damit hätten wir unser heutiges Etappenziel erreicht. Hier ist das Hotel. Normalerweise versuchst du ja die großen Städte zu meiden, ne? Aber heute wollen wir direkt durch Stettin. Was hast du dir dabei gedacht? Ja, das ist meines Erachtens nach der einzigste Weg, dass wir da voll durch Stettin durchfahren. Denn ich weiß nicht, wie ob der Wagen schwimmt. Die Pferde könnten zwar übers Haff oder durch die Oder schwimmen, aber ob der Wagen das macht und die Leute das machen, das glaube ich nicht. Und so muss man eben sowas auch mit in Kauf nehmen dabei. Und ich hoffe, dass das auch alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben dabei. Es ist sicherlich für uns ein bisschen kompliziert. Aber die geht ein bisschen die Muffe, ne? Ach, na ja, im Moment noch nicht. Ja, ja. Hast du auf, oder? Hast du auf. Wir haben gehofft, der Regen hört auf. Er tut es noch nicht. Wir können jetzt noch nicht ewig warten, sonst kommen wir heute nicht mehr an. Deshalb hier, absolut wetterfest. Ne, Rolf? Ja. So richtig, sehen wir richtig aus, aus wie Kutscher jetzt, ne? Musst du den Mut antrinken, Carola, oder was? Nein, das ist eine Gewohnheitssache. Jeden Morgen um 10. Ach, siehst du, im Spiel hat man zu spät. Dann hätte man sie mal sehen können. Bleib doch mal hier. Hallo! Du kriegst ja was auf die Jacke da vorne, du. Hier, komm. Hier, pass auf da. Hier bleiben. Komm, Paul. Komm. Paul, komm. Wir müssen die Nächsten dann links abbiegen. Komm! Komm! Komm hier, Paul! Paul! Hier, komm. Fürs Stettiner Schloss hat jetzt niemand ein Auge. Wir müssen irgendwie raus aus diesen engen Gassen und das bei einem Kutschenwendekreis von 15 Metern. Hier, komm! Hier, komm her! Zum Glück hast du deinen getreuen Christian, ne? Ja, das muss mindestens, dass der Beifahrer mit dazu ist, der eben stehen ist gut, der eben bei solchen Sachen dann hört auf hier, guckt, wo kann man lang, wo ist was, denn ich muss mich eben voll, steht doch still, auf das Gespann konzentrieren. Komm, komm, komm hier, Charlie! Brrr. Brrr. Jetzt ist rot, jetzt geht nicht. Hier komm her, brrr. Hier komm. Charlie, hier komm her.
Brrr, hier kommt Paul. Die fahren wir so rum raus. Ich wollte mich da gleich schräge. Hier kommt. Das Schlimmste ist erstmal geschafft. An den Hakenterrassen können wir runter vom Bock. Dem Pass für die Pferde. Passport. Helmut, Passport for the horses. Passport for the horses. Paul, ich muss deinen Ausweis zeigen. Paul. Korps. Which one? Wer ist das? Which one? Wer? Der da hinten, in der Mitte. In der Mitte? Ja. Es stellt sich heraus, Agnes ist seit 14 Jahren die Chefin der berittenen Polizei von Stettin. Und Helmut ganz Charmeur. So, hier vorne rum. So, bitte. Are you sure? It's incredible, 5 horses. Bist du sicher? 5 Pferde. Paul, komm. Hier, komm, Paul. Komm. Komm, geh ab. Hier, komm her, Paul. Ah, schön mit Blaulicht. Die war richtig happy, dass sie hier ist. Deswegen habe ich gesagt, so an die Leine. Das ist natürlich absolut, was die Pferde hier leisten, was die Pferde hier machen. Links und rechts, starker. Komm. Komm, Charlie, komm. Komm. Links und rechts starker Verkehr. Komm, komm jetzt, komm. Paul, los. Und wir mittendrin. Die Pferde musst du dir auch suchen erst, die das alles so freiwillig machen. Oder so artig sind dabei. Hier, komm her, Charlie. Charlie, hier, komm. Oder sie haben so einen Respekt vor dir. Das ist Vertrauen, ist das. Nicht der Respekt, Vertrauen ist das. Komm, komm, Charlie. Hier, komm, Paul, los. Komm jetzt. Hier, komm. Danke! Oh. So, wir müssen geradeaus jetzt, oder wie sehe ich die Sache? Ja. Dies ist über die Bahn. Den fahren wir ein Stückchen weiter. Und hier wieder zu, so rüber. Was? Paul, komm. Schranken, Züge, Schienen. Ein Klacks für Helmuts Schimmel. Wer unbeeindruckt auf mehrspurigen Großstadtstraßen unterwegs ist, der schafft auch das. Helmut, du musst es wieder allen zeigen, ne? Das gehört dazu. So, meine Damen und Herren, damit haben wir unser heutiges Etappenziel erreicht. Das war nicht einfach, der Ritt heute, ne? Heute war mit einer der schwierigsten Etappen, möchte ich sagen. Und wir haben uns ja heute Morgen schon mal darüber unterhalten, wo du ein paar komische Fragen gestellt hast. Ich stelle nie komische Fragen. Mit Angst und so weiter, möchte ich dir heute Abend sagen, sicherlich ist es ein bisschen oder sehr kompliziert, durch solche Stadt auch zu fahren. Aber man kann nicht vorher sagen, man hat Angst. Ich muss wissen, was ich will. Und wenn ich weiß, was ich will, dann muss ich meinen Willen auf die Pferde übertragen. Und das hat bestens geklappt. Sie haben wunderbar mitgespielt. Und ich bin richtig stolz auf meine 5 Jungs. Helmut, sehen wir da eine Träne in deinem Auge? Nein. Vor Rührung? Das ist Freude. Fox. Ja, sieht so aus. Die ganze Gruppe ist interessant. Ne? Und das weiß man natürlich auch vorher nicht. Ne? Wenn man jetzt denkt, so, ich mache einen Urlaub irgendwo in einem Hotel, ja, dann kann ich sagen, ach nee, die Leute stinken mir. Da distanziere ich mich jetzt von und ziehe mich vielleicht irgendwie zurück. Und hier sind wir jetzt einfach mal so die ganzen Stunden auf engstem Raum zusammen. Und ja, wenn du dann so ein, ich sag jetzt mal, so ein Stinkstiefel dazwischen hast, ne? Haben wir aber nicht. Ne? Haben wir nicht. Nee. Finde ich schön. Ja. Was füllst du da jetzt auf? Ja, einmal Müsli und einmal Hafer. Das ist Müsli, wie wir das auch essen zum Frühstück? Ja, so. Nee.
Hier. Moment, wer kriegt das hier? Wer kriegt das jetzt? Ist egal. Würde ich hier nehmen. Paul hat noch nicht. So. Komm her. So, da hast du. Hey, du grinst schon so? Du hast ja Feierabendbier, ne? Nein, ich habe das Bier gekühlt, damit die beiden Kutscher auch ordentliches Bier kriegen. Und du auch eins? Na, für mich fällt vielleicht auch eins ab, aber was ja. Das ist so euer Ritual, wenn alles getan ist, dann am Campingtisch und dann zischt ihr ein? Nee, zisch nicht. Ein Bier, aber mehr gibt's erstmal nicht. Nee? Ist er ein strenger Chef? Helmut? Hab ich noch nicht richtig rausgekriegt, wollen wir mal sehen. Das weiß ich noch nicht so richtig. Aber dein Part ist sozusagen immer vorzufahren, alles aufzubauen und dass, wenn die Kutsche kommt, alles bereit ist, die Pferde sofort ran können, ne? Ja, genau. Ein Bestimmungsort ist. Guck, cool, was er daraus holt. Erstmal ein Bier und ein Kutscherschluck. So, Prost auf den gelungenen Tag. Auf die Pferde. Auf die Pferde. Auf die Pferde. So, Leute, ich trinke kalt, ich packe dein Wasser. Hast du ihn an jetzt auch schon mittlerweile 12 Jahre, dass wir uns beide Signale haben doch alle irgendwie Bedeutung. War das jetzt auch ein spezielles Postsignal? Das war ein spezielles Signal, das heißt, dass eine Personenpost in einen Ort einfährt. Also wie wir das gerade tun jetzt? Ja. Und das war damals so üblich. Wie viele dieser Signale gibt es? Es gibt unterschiedlich viele, also bis zu 13. Und du kannst sie alle? Nein, ich kann sie nicht alle. Ich muss dann auch schon mal nachgucken. Aha. Aber du hast es dir beigebracht, um auf einer Postkutsche zu fahren, oder warst du erst auf einer Postkutsche, um Horn zu blasen? Wie ist die Verbindung zustande gekommen? Das Hornblasen habe ich eigentlich von der Trompete mitgebracht, weil ich früher im Posaunenchor gespielt habe. Und die Postsignale habe ich mir dann in Verbindung mit diesen Fahrten aus der Literatur herausgeguckt. Aber du bist gekleidet und auch tatsächlich so aufgemacht wie ein klassischer Postillon vor 200, 300 Jahren, ne? Ja. Ich habe das Gefühl einmal mitbekommen, dass ich auch ohne diese Kleidung auf der Kutsche gesessen bin. Und fand mich total unwohl dabei. Also du bist das gehört einfach dazu. Und ich schiel die ganze Zeit auf deine Trompete. Ist das schwer, da einen Ton rauszukriegen? Wenn man es weiß, es geht, eigentlich nicht. Es ist, ich sag mal, zu Kindern so eine Verschönerung des Pupses, den man mit den Lippen erzeugen kann. Nein, habe ich keine Zeit. In der Zeit, wo ich da spalte, fahre ich lieber mit. Zwischen 25 und 50 Kilo wird jedes Pferd auf dieser Fahrt abnehmen. Und ich will lieber nicht zunehmen. Oh nee. Meine Pferde. Wollen wir mal ärgern? Wir fahren mal zu. Komm, Paul, komm. Langsames Reisen, gut und schön. Aber nach 3 Tagen musste ich einfach mal runter vom Bock und mich richtig bewegen. Die Pferde tun es ja auch. Komm, komm, vorwärts, komm. Ey, also, ich würde zur Seite gehen. Komm, du komm, man kann nicht weg hier. Ich hole ihn noch rein. Tagesziel Plotti. Fast 2/3 der Strecke sind geschafft.
hier dieser Geruch von Erde, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich musste auch zwischendurch einfach mal eine Handvoll Erde in die Hand nehmen, um zu fühlen, um zu sehen, was ist das hier, ich sag mal in Anführungszeichen, von Dreck. Ich finde das unheimlich entspannend, dass man nicht eilig haben zu müssen. Das einfach genießen zu können, durch die Gegend zu fahren und mir Dinge anzugucken, ohne dass ich sehen muss, dass ich irgendwo ankomme. Man kann einfach mal so sitzen und sich bemühen, mal nicht zu denken. Das ist ganz schön schwierig, nicht zu denken, einfach nur da zu sitzen. Ja, das war's. Die Pferde wollten nicht da lang, wo der Kutscher lang wollte. Zurück, komm, zurück! 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 Rest ist rum. Meinst du, der geht ein bisschen ran? Komm! 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 Alter, komm! Auch noch nass geworden. Warum sind die Pferde hier nicht durch? Paul mochte das nicht. Paul mochte das nicht? Nee. So ein langer Weg auf einmal. Sag mal, auf einmal biegen die links ab und. Ja, das hat Christian vielleicht auch nicht schnell genug reagiert mit der Leine. Und dadurch waren sie weg. Ich meine, solange es nicht mehr gibt als nasse Füße und keinem was passiert. Ja. Abenteuer. Ja, komm. Paul, komm. Pass auf hier, komm. Gehst. Paul. Ich pass auf! Komm! Brrr. Nein, nicht weg! Hier geblieben! Brrr. Der bescheuert da runter. Warte mal, wir gehen mal vor hier mit dem. Ich geh mal hin. Soll ich denn lieber Wasser holen? Das, was wir jetzt gemacht haben mit dem Tränken, war eine vertrauensbildende Maßnahme, dass wenn noch sowas nochmal ist, dass sie das kennenlernen und eben beim nächsten Mal freiwillig gleich ohne weiteres durchgehen. Es ist eben ein Unterschied, ob ich ein fließendes Wasser habe oder ob ich eine stehende Pfütze habe. Jetzt 4 Tage lang die Füße nicht gewaschen. Das war die günstige Gelegenheit jetzt. Gewohnheitsbedürftig, ne? Es ist wie Scotch trinken. Muss man sich erst dran gewöhnen. Das war mein Finger, okay? Bitte, vorsichtig sein. Das ist eine Postkutsche nach dem Vorbild von? Das ist eine englische Mail-Coach. Ist nach Originalunterlagen von 1806 in einer polnischen Manufaktur Ende der 90er Jahre gebaut worden. Und sie ist dazu konzipiert worden, dass der Hochadel oder der Adel in England in die berühmten Parks rausfahren konnte, um eben Picknick zu machen, beziehungsweise England hatte ja als erstes Galopprennbahnen, dass man rausgefahren ist auf die Galopprennbahn und damit gleichzeitig einen Tribünenplatz hat. Denn wir sitzen ja 2,80 Meter über der Erde. Um die Richtung anzuzeigen, haben wir oben eine sogenannte Kelle. Hier haben wir eine Kelle, die eben von der Berufsgenossenschaft und so weiter abgenommen ist und vorgeschrieben ist. Tatsächlich vom Kutschensachverständigen Jens Minzlaff, der hat diese Kelle zertifiziert. Pausentag in der Kaschubischen Schweiz. Die Pferde diesmal nicht im Stallzelt, sondern auf einer Weide. Und wir auf einem Ökobauernhof direkt am See. Morgen. Jetzt ist es 6:16 Uhr. Morgen. 13 Grad Celsius. So ein sinnlos im Bett rumliegen, das ist auch nicht mein Ding. Dann stehe ich lieber auf. Ja, dann muss ich
Da muss ich wohl mal abgehen. Helmut sagt, er hat's im Hals. Der kann heute nicht ins Wasser gehen. Na, ich hab gesagt, du gehst ja mit den Füßen rein, nicht mit dem Hals. Aber das fand er auch nicht gut. Kavalier, wo willst du denn hier hin? Brr, zurück hier. Ja, brr, brr, da siehst du Wurste. Brr, das ist ein Esel. Hier, hier. Komm her jetzt hier. Cox, komm rum. Hallo. Hey, hier bin ich. Du, komm hier rum. Nicht auf den aufstellen. Die waren jetzt draußen und haben sich im Sand und so weiter gewälzt und haben überall sehr viel Sand im Fell. Und das kriegt man eben im Waschen am schnellsten und am besten raus. Hier brauche ich vielleicht für jedes Pferd gut 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Und wenn ich das rausbürsten sollte oder rausbürsten will, dann brauche ich für jedes Pferd garantiert eine halbe Stunde oder länger. Also ist das auch eine Frage der Zeit. Helmut und Ecki stehen jeden Tag 2 Stunden vor ihren Gästen auf. Pferde versorgen und ein bisschen Zeit für sich abknapsen. Eigentlich alles, was an Dreck überbleibt, räume ich dann erstmal weg, nachdem die Kutsche weg ist. Alles die Kleinigkeiten, die da noch überbleiben. Heute ist mal ganz wenig, aber wenn die Pferde dann hier unterm Stall stehen, dann fällt mehr Mist an. Und dann hat man schon eine gewisse Zeit zu tun. Ja, das Problem ist, meine Frau will gar nicht unbedingt so oft verreisen. Und deshalb war diese Sache mal gar nicht schlecht für mich, mal rauszukommen. Denn wenn man so im Rentnerdasein ist, dann ist doch jeder Tag eigentlich gleich. Ja, mal sehen, wie das mit dem Scharnier hinhaut. Ja, zu meiner Arbeit gehört auch, dass ich sämtliches Gepäckstück der Passagiere mit hier verladen muss. Und das ist manchmal ganz schön viel. Markova. Markova gibt's auch nicht. Knübava gibt's nicht. Knüzinska gibt's. Ich werde das erstmal das angeben und dann muss ich kurz davor nochmal neu gucken. Heute heißt das Ziel Danzig, 42 Kilometer. Für Ecki eine knappe Stunde, für die Kutsche 6, vielleicht auch 7. Ich versuche schon so schnell wie möglich am Ziel anzukommen, um bei eventuellen Havarien, was ja nicht passieren wird, sei einfach mal so, nicht dann noch irgendwas zu vergammeln hier. Also, aber wenn ich erstmal da bin, dann kann ich mir die Zeit total locker einteilen und brauche mich da nicht abhetzen. Na, der Fahrschüler, der wird das wohl im Griff kriegen, dann fahren wir schon mal los. Der LKW ist mit Anhänger 18 Meter lang. Nicht ganz einfach, mit dem jeden Abend einen guten Stellplatz in Hotelnähe zu finden.
gucken. Ich denke, für die Verhältnisse hier eigentlich ein guter Platz und auch nicht allzu weit vom Hotel weg. Und hier stören wir, glaube ich, gar keinen. Guten Tag. Wir hatten hier gebucht, Postkutsche. Für heute, zu morgen, eine Nacht. Eine Nacht, tomorrow, from today. Tomorrow, was? Today. Heute, zu morgen. 200 Cent. Geld ist kein Problem. Okay. Bezahle ich jetzt noch nicht. Mit Frühstück. Heute Abend bezahlt Chef alles. 18 Uhr, kommt Chef. Jetzt noch nicht. Jetzt noch keine Pinonze. Vielleicht kann man da noch irgendwo was drücken oder wie auch immer. Bei so einem Haufen Leuten, ne? Ja. Ja, das ging verhältnismäßig gut hier heute. Das war schon schlimmer. Werd nachher noch Wasser einlassen. Aber dazu habe ich ja noch 3 Minuten Zeit. Und ansonsten muss ich dann hier warten, bis die Postkutsche anrückt. Beziehungsweise ich muss Helmut gleich mal erstmal erzählen, dass alles so weit angelaufen ist und dass er ganz beruhigt hier erscheinen kann. Ja, wollen wir mal sehen, ob das klappt. Aber Helmut hört immer nichts auf der Kutsche, weil das immer so klappert. Helmut, hier ist alles soweit klar gegangen. Helmut ist in Danzig. Stadtrundgang im Schnelldurchlauf, Geschichte im Zeitraffer. Zum Glück liegen die Sehenswürdigkeiten der 1000-jährigen Hansestadt dicht beieinander. Wir stehen da, wo früher die Könige durchgezogen sind, am Goldenen Tor. Steinreich war die Stadt damals, als es erbaut wurde. Und auch am Langen Markt übertreffen sich die Häuser in ihrer Pracht. Und natürlich kein Spaziergang durch Danzig ohne das berühmte Krantor. Früher gab es schon hier eine Brücke, daher auch der Name, die Lange Brücke. Nun, die war viel schmaler, damit die Schiffe hier dicht anlegen konnten. Und dann konnte man natürlich auch den Kran benutzen, um die Schiffe auszuladen. Am nächsten Morgen verzögert sich unsere Abfahrt. Nach fast 500 Kilometern braucht Kavalier ein neues Eisen. Und das mitten auf der Straße. Warte mal, ich muss erst mal gucken. Ah, siehst du. Der ist ja gut, der kommt ganz alleine. Steh, warte. Nano, hör mal auf zu wackeln. Kavalier. Alter Wackelpop. Steh. Hallo. Mann, no. Kann doch nicht sein. Steh. Ich mach das eben nur, wenn wir irgendwo unterwegs sind und was haben. Und man muss eben genau aufpassen, dass der Nagel nicht zu tief kommt, dass er ins Leben geht. Dann könnte es sein, dass er lahm geht. Also muss man immer genau darauf achten, wo man den hinhaben will. Aber meistens klappt das beim ersten Mal nicht ganz so, zumindest bei mir. Beim Schmied ist das kein Thema, der weiß genau, wie er den Nagel ansetzen muss. Aber ich hoffe, dass das erstmal wieder hält. Wir fahren eine gute halbe Stunde später los als geplant. Aber Kavalier jedenfalls hat sein neues Eisen. Allerdings nicht lange. Nach 10 Minuten schon liegt es wieder auf der Straße. Ist dieser Pferdehof am Stadtrand von Danzig vielleicht unsere Rettung? Hoffentlich gibt es hier einen Schmied. Wo haben wir Mann, der... Ja, Moment, Schatten. Wasichelka, ja, zaraz załatwię. Wasichelka przyjdzie. Wir wollen sehen, dass wir das Eis wieder raufkriegen, was er verloren hat.
Und Rüdiger macht sich derweil so seine Gedanken, ob wir heute wirklich noch im Hellen ankommen. Da sind es 10 Kilometer. Ja. Und von normal spannend, wa? Und dann haben wir 8 plus 4 sind 12, nochmal 22. Wir haben ungefähr noch 30 Kilometer. Da vorne, noch mal ein liebes bisschen. Im Allgemeinen ist es so, dass die Pferde zwischen 20 und maximal 40 Kilometer ohne Eisen auf der Straße laufen können. Und er hat auch ein bisschen empfindlichen Huf. Ich hätte ich meine Bedenken, dass es irgendwie bis 100%ig klappt. Das ist inzwischen ein bisschen anstrengend geworden. Weil wir versuchen ja nur, unseren Weg aus Gdansk zu finden. Und dann haben wir noch ein Hufeisen verloren, dann braucht man einen Schmied und dann sind wir eben auf diesen Hof gelandet. Nur ich frage mich, ob der Trainer hier überhaupt weiß, was inzwischen los ist. Es ist sicherlich etwas einfacher, wenn du sprachkundig etc. und alles bist dabei. Man sieht das bei in der normalen Bevölkerung, ist eben auch Englisch schon kompliziert und Deutsch gar nicht mehr hier hinten. Und ich hoffe aber, dass das alles wieder zum Guten ausgeht. Das Einkaufskommando. Gibt es hier überhaupt ein Geschäft? Es kommt ein Mann mit dem Auto, der fährt uns hin zu dem Geschäft, dass wir einkaufen können und dass wir hier mitreisen können. Setz dich vorne. Komm, wir beide gehen. Thank you. Thank you very much. Gehen wir einkaufen. Okay. Seit einer Stunde hocken wir nun hier und noch immer kein Schmied in Sicht. Kommt Mann. Dzwonim, zaraz może przyjedzie, żeby podkowę zrobić. Helmut guckt nochmal in seine Unterlagen mit der Streckenführung und beim Bierchen wächst derweil die deutsch-polnische Freundschaft. Jetzt bist du mit drauf. Wir haben erstmal Wodka gekauft und Wein. Ja. Es gibt jetzt Brötchen, wir haben Wurst, wir haben ein bisschen Aufschnitt und wir haben auch noch ein bisschen Kuchen. Und Bananen haben wir auch. Helmut Jäger ist einer der neuen Gäste auf Helmuts Kutsche. Er ist seit 4 Tagen mit dabei und bläst mit seinem Jagdhorn zum Mittag. Für den Landwirt aus Blüten ist es eine Traumreise. Wenn er zurückdenkt an den nasskalten Februarmorgen, als sein Freund Helmut Deutschkämer ihn mit der Kutsche abholte, ist er immer noch gerührt. Was für ein Tag. Ein bekanntes Bild. Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag, Gutschein. 7-tägige Etagenfahrt mit der Postkutsche. Oh. Sehr gut. Was ist von deinen? Von den Kindern Jörg und Janine, Thorsten und Annette, Dirk und Mandy, sowie alle deine lieben Enkelkinder. Mein lieber Helmut, ich bedanke mich. Ich danke dir, Helmut. Für gute Freunde machen wir immer und alles. Gut. Und nun das. Die Pause auf dem polnischen Reiterhof nervt langsam. Schon 3 Stunden sitzen wir fest und Kavalier hat noch immer kein neues Eisen. Lange können wir nicht mehr bleiben. Keiner ist, dann fahren wir los. Komm ran hier. Kavalier! Hörst du nicht. Also Abfahrt. Langsam wird es schummrig und noch 30 Kilometer liegen vor uns. Hoffentlich läuft Kavalier seinen Huf nicht zu weit ab. Ja, der spürt
Der nächste Morgen. Kavalier hat absolut keine Lust auf eine Autofahrt, aber es hilft nichts. Geh rum, Kavalier. Weil er ja gestern ein Eisen verloren hat, aber noch tapfer durchgehalten hat und sich den Huf nicht noch weiter abläuft, fährt er heute erstmal einmal mit. Wir müssen sehen, dass wir einen Schmied kriegen. Wenn wir keinen kriegen, dann muss er die ganze Zeit da oben bleiben. Ball, hopp! So, alle drauf, alle fertig? Komm, komm! Die Kutsche wird zum Vierspänner. Heute müssen vier Pferde das leisten, was sonst fünf tun. Keine Ahnung, was in der Welt im Moment passiert, ne? Ist so. Ist ja auch eigentlich egal, ne? Ja, ja, ja. Die Welt kommt ohne. Die Welt geht weiter, die dreht sich weiter. Und ich fand das auch eigentlich viel entspannter, wenn ich keinen Deutschen oder BBC im Fernsehen finden konnte. Weil da konnte ich mir die Nachrichten nicht anhören. In dem Moment, wo ich mir die Nachrichten angeschaut habe, dann ging mein Blutdruck schon in die Höhe. Damit, liebe Leute, hätten wir unser Etappenziel heute erreicht. Mit der Postkutsche vor der mächtigsten Festung des mittelalterlichen Europas, Marlborg, die Marienburg. Jedes Jahr kommen 500.000 Besucher in diesen riesigen Burgkomplex. Die größte aus Backsteinen erbaute gotische Burg der Welt. 150 Jahre lang war sie Herrschaftszentrum des Deutschen Ordens. Für einen Schilling konnte man 8 Liter Bier oder 24 Eier kaufen. Ein Paar Schuhe kostete 5 Schillingen. Ein Schwert oder eine Kuh 60 Schillingen. Ein kleines Beutelchen bitte. Für Felix. Danke schön. Für den Kleinen. 6 Liter Bier. Oh. Das ist neu für uns. Plumpsklos gab es schon im Mittelalter. Besuch auf der Burgtoilette. Und das ist bequem. Erinnert an früheren Zeiten. Ich kenne das noch. Von jungen Zeiten. Der Wagen. Ja. Ach so. Wie versteht ihr euch denn gemeinsam? Ihr schlaft nur beide da in dieser Buchte, ne? Eure Gäste haben. Vorsichtig! Entschuldigung. Vorsichtig. Ja, aber eure Gäste kriegen Hotels, aber ja. Ihr begnügt euch mit den einfachen Unterkünften hier im Wagen, dicht bei den Pferden. Kommt ihr da gut zurecht oder bringt es auch Spannung so auf engem Raum auf so lange Zeit? Sagen wir mal so: Eckart und ich, wir kennen uns seit der ersten Klasse. Das ist schon ein paar Tage her und haben uns dann aus den Augen verloren und seit 2-3 Jahren oder 3-4 Jahren, dass wir wieder zusammengekommen sind. Und er hatte zu Hause Langeweile, weil er pensioniert ist. Und ich sage, komm, ich brauche noch einen LKW-Fahrer und dies und das, der uns mit begleitet. Er ist zwar nicht begeistert, aber er macht seine Sache super. Damit sie eben, aber da siehst du mal die Vertrautheit der Pferde mit uns. Normalerweise würden sie aufstehen, aber Charlie ist eben so vertraut, auch mit Eckart schon, dass er sagt, geht mir alles nichts an, ich bleib liegen. Ecki? Vermisst du was auf der Reise? Sonst lese ich jeden Tag die Bildzeitung, guck N3 und ähnliches und bilde mich politisch in der Richtung immer auf dem Laufenden. Man kriegt nichts mit hier, ne? Man ist. Und hier ist gar nichts mehr. Kein Radio, kein Fernsehen, keine Zeitung. Und es geht. Worüber ärgerst du dich manchmal bei ihm?
Das Problem ist, wir haben uns noch nicht einmal gestritten. Nee? Nee. Das ist das ein Problem, dass wir uns noch nicht gestritten haben? Also ich habe mich auch dementsprechend, ich habe mich versucht auch anzupassen, denn er ist der, der den Hut auf hat. Und, Aber das macht er auch immer ziemlich klar deutlich, ne? Ja gut, ich habe es noch nicht angelegt. Ich meine, ich habe schon ein, zwei Mal gemacht, was ich wollte, weil mir das nicht gefallen hat, was er wollte. Habe ihm das dann so unmissverständlich gesagt und dann hat er auch nichts zurückgemuckt. Dann war die Sache auch erledigt. Er hat das erste Mal mit auf der Tour dabei und hat vorher mit Pferden wenig oder gar nichts zu tun gehabt. Aber er weiß auch schon, wie es geht. Und vorgestern hatten wir ein Problem, dass Kavalier ein Eisen verloren hat. Und da wollte ich das nachnageln vor dem Wagen und. War ein bisschen viel Spannung drin und ein bisschen viel Unruhe, hat das nicht geklappt. Haben das beide heute gemacht in aller Ruhe, wo wir alleine waren. Der hat wieder seine vier Schuhe an und kann morgen wieder laufen. Das ist eben mit auch eine entscheidende Frage, dass man eben solche Sachen dann auch bewerkstelligt und bemeistert. Und das zeichnet eben ein Team aus dabei. Darf ich die heimleuchten? Komm. So, gute Nacht. Gute Nacht. Heute sind wieder alle fünf Pferde am Start und es sind noch zwei Tage bis zum Ziel. Die Postkutsche ist vorgefahren und bittet seine Gäste aufzusteigen zur vorletzten Etappe. Du hast gerade gesagt, es ist immer wieder ein schönes Bild, jeden Tag aufs Neue, wenn am Morgen vorm Hotel die Pferde vorfahren. Warum bist du so begeistert davon? Es gibt doch irgendwann auch mal nichts Neues mehr. Ich meine, wir machen jeden Tag das Gleiche. Nee, würde ich nicht sagen. Also erstens mal, glaube ich, muss man einen gewissen Tick haben, um das zu machen. Und dann ist es jeden Tag spannend, weil du irgendwas Neues siehst. Kleinigkeiten, ob das die losen Gänse, die getrieben worden waren, am Wegrand waren. Oder irgendwas Schönes, was du unterwegs siehst. Einfach spannend. Nette Leute, mit denen du dich unterhalten kannst, passt schon. Wetter und so, das macht dir gar nichts aus. Das ist auch mal Regen. Ich meine, wir sind jetzt mitten in den Herbst reingefahren. Ja, gehört dazu, würde ich sagen. Also, vermisst du irgendwas zwischendurch? Ne, eigentlich zu Hause? Nicht. Die Weltlage? Nein, überhaupt vergisst nicht. Vergisst alles um dich herum. Ja, tut gut. Und heute ist ja noch ein ganz besonderer Tag. Karin macht nämlich einen Kutschenschein und darf heute nicht. Aber du bist dabei und darfst heute das erste Mal auf dieser Tour an die Leinen. Helmut, ja, lässt du sie ran? Natürlich. Jeder Gast, der möchte, kann an die Leinen. Na ja. Ich sitze daneben und dann geht es auch weiter. Quasi bis aus dem Verkehr raus. Und wenn wir dann auf kleinen Straßen oder Wald- und Feldwegen sind, dann kann auch jeder mal fahren. Und falls was sein soll, sitze ich daneben und kann eben auch entsprechend zufassen, sodass nichts passiert. Paul, warte, wir sind noch nicht vollständig. Ah, Paul wieder. Gut. Charlie, komm rüber, komm. Wo hast du das eingezeichnet? Charlie, komm, Paul, geh ran, komm, auf. Karin stellt sich sehr gut an. Sie hat ja auch schon mehrfach bei mir gefahren, wenn auch nur ein- und zweispännig. Aber wie war man so, sagt man so schön, einmal ist immer das erste Mal. Also ich finde es schon ein Geschenk, das ausprobieren zu dürfen. Also macht riesig Spaß und ich glaube, wird mein Spaß am Fahren bestimmt nicht verringern. Unser letzter Reisetag und das bei Dauerregen. Leine kommt. Wie geht's dir bei so einem Wetter und deinen Gästen? Ja, würde ich am liebsten in die Stube sitzen, aus dem Fenster gucken und Skat spielen. Könnt ihr dir noch was dazu sagen? Das sage ich hier nicht, das ist ein Jugendfrei. Ich bin allein. Eggy, bist du froh, dass du dich heute in den LKW zurückziehen kannst? Vorsicht. Ich glaube, das ist heute die bessere Alternative. Charlie, komm hier rum. Charlie, hier komm rum. Hier komm rum, Charlie.
Wir sind am frischen Haff und der Himmel reißt wieder auf. Fromborg im ehemaligen Ostpreußen, die Stadt, in der Kopernikus bis zu seinem Tode lebte. Noch ein letzter Blick auf den Domhügel mit der mächtigen Wehranlage und weiter geht's nach Braunsberg. Da wir nur heute Sonntag haben, habe ich gedacht, wir machen mal einen kleinen Frühschoppen unterwegs. Mal wieder unser Geheimfach nehmen. Wer möchte denn ein Bier, ein Wasser oder ein Rotwein oder einen Saft? Den Kaffee haben wir heute Morgen leider vergessen. Das letzte Bier auf dieser Tour und Helmut ist ganz sanft geworden. Ja, ich weiß, ihr müsst ja alle schmusen, ne? Charlie, du auch? Ja. Ne? Du? Alte Schmusekatze? Ecki wartet zum letzten Mal auf die Kutsche. Er ist schon am Ziel, in der einst bedeutenden Hansestadt Braunsberg, dem heutigen Branjeborg. Da kommt auch Helmut mit seinen 5 Schimmeln und den Gästen auf die Zielgerade. Die Kutsche hat durchgehalten, die Pferde sind fidel und die Gäste guter Stimmung. Und das nach 700 Kilometern quer durch Polen. Jetzt haben wir unser letztes Etappenziel erreicht. Wir sind in Braunsberg. Ich hoffe, ihr hattet in den 18 Tagen mit mir etwas Spaß. Bedanken möchte ich mich auch bei meinen 5 Schimmeln. Brrr. Haben sie echt gut gemacht, die 5. Die Entdeckung der Langsamkeit, so war diese Reise überschrieben. Aber nach all den Eskapaden, die wir erlebt haben und nach allem, was wir gesehen haben am Rande des Weges, muss ich sagen, und so ging es den meisten, die Zeit ist viel schneller vergangen, als wir gedacht haben. Das war der Hanseblick auf alten Postkutschwegen an die polnisch-russische Grenze. Auf Wiedersehen. Tschüss. Weil er ja gestern ein Eisen verloren hat, aber noch tapfer durchgehalten hat und sich den Huf nicht noch weiter abläuft, fährt er heute erstmal einmal mit. Wir müssen sehen, dass wir einen Schmied kriegen. Wenn wir keinen kriegen, dann muss er die ganze Zeit da oben bleiben. Ball, hopp! So, alle drauf, alle fertig? Komm, komm! Die Kutsche wird zum Vierspänner. Heute müssen 4 Pferde das leisten, was sonst 5 tun. Keine Ahnung, was in der Welt im Moment passiert, ne? Ist so. Ist ja auch eigentlich egal, ne? Ja, ja. Ja. Die Welt kommt ohne. Die Welt geht weiter, die dreht sich weiter. Und ich fand das auch eigentlich viel entspannter, wenn ich keinen Deutschen oder BBC im Fernsehen finden konnte. Weil da konnte ich mir die Nachrichten nicht anhören. In dem Moment, wo ich mir die Nachrichten angeschaut habe, dann ging mein Blutdruck schon in die Höhe. Damit, liebe Leute, hätten wir unser Etappenziel heute erreicht. Mit der Postkutsche vor der mächtigsten Festung des mittelalterlichen Europas, Marlborg, die Marienburg. Jedes Jahr kommen 500.000 Besucher in diesen riesigen Burgkomplex. Die größte aus Backsteinen erbaute gotische Burg der Welt.
150 Jahre lang war sie Herrschaftszentrum des Deutschen Ordens. Für ein Schilling konnte man 8 Liter Bier oder 24 Eier kaufen. Ein Paar Schuhe kostete 5 Schillingen. Ein Schwert oder eine Kuh 60 Schillingen. Ein kleines Beutelchen bitte. Für Felix. Danke schön. Für den Kleinen. So, 6 Liter Bier. Oh. Oh. Ja, kommen Sie bitte weiter. Kein Abend. Das ist neu für uns. Plumpsklos gab es schon im Mittelalter. Besuch auf der Burgtoilette. Ja, wenn das so warm ist wie heute, dann werden wir pro Tag ungefähr bei 50, 60 Liter liegen. Pro Pferd. Pro Pferd? Pro Pferd. Ach du Scheiße. Sie saufen, wenn es normale Witterung ist und Sie nicht arbeiten brauchen, brauchen Sie ungefähr 20, 25 Liter. Aber eben, wenn es warm ist und Sie schwitzen, dann brauchen Sie das Dreifache. Das geht bis 100 Liter hoch. Hallo. So, wir haben Anklam hinter uns gelassen, bewegen uns ganz gemütlich mit 5 km/h Richtung Osten. Wir haben kein GPS, die Schilder werden auch immer seltener. Was wir haben ist Helmut Deutschkämer, das ist der Kutscher. Helmut, woran orientierst du dich? Ja, wenn man mit der Land oder im Land groß geworden ist, dann kann man sich an sehr vielen Dingen in der Natur orientieren. Im Moment orientiere ich mich ein bisschen nach der Sonne. Wir haben das kurz nach 12 und also müsste die Sonne auf Süden stehen. Und wir wollen so Südosten, also müsste die Straße die richtige Richtung haben. Es muss auch alles möglichst so langsam und so altmodisch sein wie damals. Ja, wer schnell fahren will, der soll eine Rakete oder ein Flugzeug nehmen. Wir wollen die Natur genießen, meine Gäste auch. Deswegen fahren wir eben langsam, so dass wir eben jedes Blatt im Wind sehen können. Und um das zu genießen, kann man nicht einfach so auf den Bock steigen und die Pferde anspannen und los. Da steckt eine ausgetüftelte Logistik dahinter. 2 Tage zuvor auf Helmuts Gehöft im mecklenburgischen Dabel. Ein LKW wird die Kutsche auf der gesamten Reise begleiten. Bloß nichts vergessen. Ja, das ja. Aber welche? Rechts. So. So, hier habe ich vom Prinzip her meine Checkliste, wo ich schon einige Sachen, die ich schon auf dem Wagen habe, abgehackt habe. Und jetzt haben wir die Geschirre aufgeladen. Da können wir die nächsten Sachen dann vom Prinzip her hier abhaken, damit wir wissen, was haben wir. So. Helmut schläft mit Lkw-Fahrer Eckert im Auto. In der ersten Woche sind sie dort sogar zu dritt. Der Postillon Christian bezieht ebenfalls im Wohnabteil des umgebauten Möbeltransporters Nachtquartier. So, jetzt haben wir erstmal einen Teil drin. Männercamping auf 8 Quadratmetern. Steh, ist gut, steh. 5 Pferde, 20 neue Hufe. Helmut hat extra einen mobilen Stall. Hier, komm, Paul. Komm. Komm, geh ab. Hier, komm her, Paul. Ah, schön mit Blaulicht. Die war richtig happy, dass sie hier haben. Deswegen habe ich gesagt, hoch an die Leine. Das ist natürlich absolut, was die Pferde hier leisten, was die Pferde hier machen. Links und rechts starker. Komm! Komm! Charlie, komm! Komm! Links und rechts starker Verkehr. Komm! Komm jetzt, komm! Paul, los! Und wir mittendrin. Die Pferde musst du dir auch suchen erst, die das alles so freiwillig machen. Oder so artig sind dabei. Hier, komm her, Charlie. Charlie, hier, komm. Oder sie haben so einen Respekt vor dir. Das ist Vertrauen, ist das. Nicht der Respekt, Vertrauen ist das. Komm, komm, Charlie. Hier, komm, Paulus. Vorwärts. Hier, komm. Danke. Oh. So, wir müssen geradeaus jetzt, oder wie sehe ich die Sache? Ja. Dies ist über den Bahn.
Dann fahren wir ein Stückchen weiter und hier wieder zu, so rüber. Was? Paul, komm. Schranken, Züge, Schienen. Ein Klacks für Helmuts Schimmel. Wer unbeeindruckt auf mehrspurigen Großstadtstraßen unterwegs ist, der schafft auch das. Helmut, du musst es wieder allen zeigen, ne? Das gehört dazu. So, meine Damen und Herren, damit haben wir unser heutiges Etappenziel erreicht. Das war nicht einfach, der Ritt heute, ne? Heute war mit einer der schwierigsten Etappen, möchte ich sagen. Und wir haben uns ja heute Morgen schon mal darüber unterhalten, wo du ein paar komische Fragen gestellt hast. Ich stelle nie komische Fragen. Mit Angst und so weiter, möchte ich dir heute Abend sagen, sicherlich ist es ein bisschen oder sehr kompliziert, durch solche Stadt auch zu fahren. Aber man kann nicht vorher sagen, man hat Angst. Ich muss wissen, was ich will. Und wenn ich weiß, was ich will, dann muss ich meinen Willen auf die Pferde übertragen. Und das hat bestens geklappt. Sie haben wunderbar mitgespielt. Und ich bin richtig stolz auf meine 5 Jungs. Helmut, sehen wir da eine Träne in deinem Auge? Nein. Vor Rührung? Das ist Freude. Fox. Ja, sieht so aus. Die ganze Gruppe ist interessant. Ne? Und das weiß man natürlich auch vorher nicht. Ne? Pferde könnten zwar übers Haff oder durch die Oder schwimmen, aber ob der Wagen das macht und ob die Leute das machen, das glaube ich nicht. Und so muss man eben sowas auch mit in Kauf nehmen dabei. Und ich hoffe, dass das auch alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben dabei. Es ist sicherlich für uns ein bisschen kompliziert. Aber die geht ein bisschen die Muffe, ne? Ach, na ja, im Moment noch nicht. Ja, ja. Was auf, oder? Hopsle auf. Wir haben gehofft, der Regen hört auf. Er tut es noch nicht. Wir können jetzt noch nicht ewig warten, sonst kommen wir heute nicht mehr an. Deshalb hier, absolut wetterfest. Ne, Rolf? Ja. So richtig, sehen wir richtig aus wie Kutscher jetzt, ne? Musst du den Mut antrinken, Carola, oder was? Nein, das ist eine Gewohnheitssache. Jeden Morgen um 10. Ach, siehst du, im Spiel hat man zu spät. Dann hätte man sie mal sehen können. Bleib doch mal hier. Hallo, du kriegst ja was auf der Jacke da vorne, du. Hier, komm. Hier, pass auf da. Hier bleiben. Komm, Paul. Komm. Paul, komm. Wir müssen die Nächsten dann links abbiegen. Komm. Komm. Komm hier, Paul. Paul. Fürs Stettiner Schloss hat jetzt niemand ein Auge. Wir müssen irgendwie raus aus diesen engen Gassen und das bei einem Kutschenwendekreis von 15 Metern. Hier, komm! Hier, komm her! Zum Glück hast du deinen getreuen Christian, ne? Ja, das muss mindestens, dass der Beifahrer mit dazu ist. Der eben stehen ist gut. Der eben bei solchen Sachen dann hört auf hier. Guckt, wo kann man lang, wo ist was. Denn ich hab. Ich muss mich, hast du selber auch gemerkt. Steht doch mal still jetzt, Jungs. Gemerkt, ich muss mich eben voll. Steht doch still, auf das Gespann konzentrieren. Komm! Komm! Komm hier, Charlie! Brrr. Brrr. Jetzt ist rot, jetzt geht nicht. Hier, komm her, brrr. Hier, komm! Charlie, hier, komm her! Brrr. Hier, komm, Paul! Dann fahren wir so rum raus. Ich wollte mich da gleich schräge. Hier, komm! Das Schlimmste ist erstmal geschafft. An den Hakenterrassen Tilo, dann würde ich sagen, steig mal auf. Und dann können wir uns hier oben noch ein bisschen unterhalten. Also, Anklam ist unser Startpunkt. Und wir wollen nach Osten. Helmut! Schwing die Peitsche. Warte.
Mein Postillon hat zum Aufbruch geblasen. Ich möchte mich recht herzlich von den Anklammern verabschieden. Kommt, Jungs, auf geht die Reise. Alles klar. Unterwegs mit 5 PS und das 700 Kilometer lang. Macht Langsamkeit wirklich glücklich? In Anklam sind wir gestartet. Einmal geht es quer durch Polen, Stettin, Danzig, nach Malbork, dem früheren Marienburg, bis nach Braniewo, früher Braunsberg. Unterwegs wie vor 200 Jahren, meist auf alten Postwegen. Einige Gäste werden nicht die ganze Zeit mit dabei sein. Rolf, Landwirt aus Nordrhein-Westfalen, hat eine gute Woche gebucht. Hannelore, Finanzbeamtin aus Greifswald, fragt sich insgeheim, ob das nicht irgendwann alles ein bisschen eintönig wird. Und Carola hatte die weiteste Anreise. Sie arbeitet in Kanada im Gas- und Ölgeschäft und macht, genauso wie das Professorenpaar Karin und Rüdiger Ostermann, nicht zum ersten Mal Urlaub auf Helmuts Kutsche. Kann das sein? Noch nicht mal eine Stunde unterwegs und schon haben wir uns verfahren? Das ist ein Graben da hinten, ne? Nehme ich an. Aber wir haben schon aus Anklam raus nicht die richtige Straße gehabt. Wir irren auf diesem Feld umher und suchen irgendwie einen Ausweg. Überall sind Entwässerungsgräben und wir müssen eigentlich nur 50 Meter rüber auf die andere Seite. Da ist die Straße, aber wir finden den Ausweg nicht. Oh. Hier können wir rüber über den Graben. Das ist ein Entwässerungsgraben, weil das alles Moorland ist hier. Passiert das öfter mit? Kann mal passieren, ja. Deine Kundschafter haben was gefunden, Helmut. Ja, und wo ein Weg reingeht, geht auch ein Weg wieder raus. Und das ist er hier. Und bis jetzt haben wir immer wieder rausgefunden. Komm hier, komm! Komm, alle Mann! Oder ein Teil der Orte, die waren noch anders. Hattet ihr kurzzeitig ein bisschen Bedenken, als wir hier so kreuz und quer über den Acker sind, ohne jegliche Orientierung? Warum? Wir wissen doch, wer da auf dem Bock sitzt. Ja, aber er sah zwischenzeitlich schon so ein bisschen orientierungslos aus, ne? Wer hat schon... Geht mal mit beide einmal erstmal nach vorne und dann nachher beide nach hinten. Ja. Nimm mal Charlie. Das ist Paulchen hier, ne? Das ist Paul, so, jetzt ist Cox. Ausgerichtet, so dass es eben für Paul seinen Huf genau passt. Kavalier, komm her hier. Und jetzt muss nur noch Tierärztin Agnes Göpfert ihr Okay geben. So, ja. Wollen wir mal gucken, ob er fit ist für die große Reise, ne? Ja. Freitag geht's los? Freitag fahren wir los. Das Stangenpferd hinten rechts. Und müsste eigentlich soweit alles gesund sein. Er hat das Problem gehabt. Ein bisschen Sonnenbrand hier. Ja. Haben wir aber vom Prinzip ja wieder alles zurück. Wieder weggekriegt. Ja. Ist noch ein bisschen verschorft, aber das geht wieder ganz weg. Wenn mit Milchfett aufgepasst, dass es nicht spröde wird. Genau, das ist ja ganz typisch, diese unpigmentierten Stellen. Das ist wie bei Menschen auch. Auch ein Pferd kann an solchen Stellen Sonnenbrand bekommen. Ja, und hat er hier von oben bis runter. Aber ist im Abklingen. Sonst kann man da wirklich auch eine Sonnencreme für Kinder kann man da auch drauf machen, Helmut, als Schutz, wenn ihr wirklich an sehr sonnigen Tagen fahrt. Und ansonsten, wie du schon gemacht Milchfett. Hast, bisschen Milchfett. Hilft das überall. Die Pferde sind fit, der LKW ist beladen. 2 Jahre lang hat der studierte Landwirt Helmut Deutschkämer diese Reise vorbereitet. Was kann jetzt wohl noch schiefgehen? Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vor. Immer rum, sonst kommen wir. So, jetzt rechts halten. Bei einem Tagespensum von mehr als 40 Kilometern ist eine längere Pause für die Pferde unverzichtbar. Anderthalb Stunden Ruhe. Komm, Paul! Paul!
Wasser. Mittagspause. Ja, das wird dann heute Maul jetzt. Ja. Erst die Pferde, dann die Menschen. Beim Reiten wie beim Kutschefahren, würde ich denken. Komm, bleib hier. Mein Problemfall ist Paul. Weil er nicht genug Eigeninitiative, nicht genug allein Temperament entwickelt. Komm mal zurück, Charlie. Zurück. Zurück. Und das haben wir unterwegs auch gemerkt, dass ich ihn das öftere Mal erinnern muss, warum er vor dem Wagen ist, dass er eben auch ziehen muss und was tun muss. Denn er will ja heute Abend wieder genauso viel Hafer haben wie seine anderen Kollegen. Und deswegen muss er eben auch was tun. Bert. Helmut, hier ist alles soweit klar gegangen. Helmut ist in Danzig. Stadtrundgang im Schnelldurchlauf, Geschichte im Zeitraffer. Zum Glück liegen die Sehenswürdigkeiten der tausendjährigen Hansestadt dicht beieinander. Wir stehen da, wo früher die Könige durchgezogen sind, am Goldenen Tor. Steinreich war die Stadt damals, als es erbaut wurde. Und auch am Langen Markt übertreffen sich die Häuser in ihrer Pracht. Und natürlich kein Spaziergang durch Danzig ohne das berühmte Krantor. Früher gab es schon hier eine Brücke, daher auch der Name, die Lange Brücke. Nun, die war viel schmaler, damit die Schiffe hier dicht anlegen konnten. Und dann konnte man natürlich auch den Kran benutzen, um die Schiffe auszuladen. Am nächsten Morgen verzögert sich unsere Abfahrt. Nach fast 500 Kilometern braucht Kavalier ein neues Eisen. Und das mitten auf der Straße. Warte mal, ich will erst mal gucken. Ah, siehst du. Der ist ja gut, der kommt ganz alleine. Steh, warte. Nano, hör mal auf zu wackeln. Kavalier. Alter Wackelpop. Steh. Hallo. Mann, no. Kann doch nicht sein. Steh. Ich mach das eben nur, wenn wir irgendwo unterwegs sind und was haben. Man muss eben genau aufpassen, dass der Nagel nicht zu tief kommt, dass er ins Leben geht. Dann geht er, könnte es sein, dass er lahm geht. Also muss man immer genau darauf achten, wo man den hinhaben will. Aber meistens klappt das beim ersten Mal nicht ganz so, zumindest bei mir. Beim Schmied ist das kein Thema, der weiß genau, wie er den Nagel ansetzen muss. Aber ich hoffe, dass er erstmal wieder hält. Wir fahren eine gute halbe Stunde später los als geplant. Aber Kavalier jedenfalls hat sein neues Eisen. Allerdings nicht lange. Nach 10 Minuten schon liegt es wieder auf der Straße. Ist dieser Pferdehof am Stadtrand von Danzig vielleicht unsere Rettung? Dem Pass für die Pferde? Helmut, Passport for the horses. Passport for the horses. Paul, ich muss deinen Ausweis zeigen. Paul. Kurz. Which one? Wer ist das? Which one? Wer? Nee, der da hinten, in der Mitte. In der Mitte? Ja. Es stellt sich heraus, Agnes ist seit 14 Jahren die Chefin der berittenen Polizei von Stettin. Und Helmut ganz Charmeur. So, hier vorne rum. So, bitte. Are you sure? It's incredible. 5 horses. Bist du sicher? 5 Pferde. Paul, komm. Hier, komm, Paul. Komm. Komm, geh ab. Hier, komm her, Paul. Ah, schön mit Blaulicht.
war richtig happy, dass wir die hier haben. Deswegen habe ich gesagt, so an die Leine. Das ist natürlich absolut, was die Pferde hier leisten, was die Pferde hier machen. Links und rechts starker, komm, komm, Charlie, komm, komm. Links und rechts starker Verkehr, komm, komm jetzt, komm, Paul, los. Und wir mittendrin. Die Pferde musst du dir auch suchen erst, die das alles so freiwillig machen. Oder so artig sind dabei. Hier, komm her, Charlie, Charlie, hier, komm. Oder sie haben so einen Respekt vor dir. Das ist Vertrauen, ist das. Nicht der Respekt, Vertrauen ist das. Komm, komm, Charlie. Hier kommt Paulus. Vorwärts. Hier kommt. Danke. Oh. So, wir müssen geradeaus jetzt, oder wie sehe ich die Sache? Ja. Dies ist über die Bahn. Den fahren wir ein Stückchen weiter. Und hier wieder zu, so rüber. Was? Paul, komm. Schranken, Züge, Schienen. Ein Klacks für Helmuts Schimmel. Wer unbeeindruckt auf mehrspurigen Großstadtstraßen unterwegs ist, der schafft auch das. Helmut, du musst es wieder allen zeigen, ne? Das gehört dazu. So, meine Damen und Herren, damit haben wir unser heutiges Etappenziel erreicht. Helmut, du musst es wieder allen zeigen, ne? Das gehört dazu. So, meine Damen und Herren, damit haben wir unser heutiges Etappenziel erreicht. Das war nicht einfach, der Ritt heute, ne? Heute war mit einer der schwierigsten Etappen, möchte ich sagen. Und wir haben uns ja heute Morgen schon mal darüber unterhalten, wo du ein paar komische Fragen gestellt hast. Ich stelle nie komische Fragen. Mit Angst und so weiter möchte ich dir heute Abend sagen, sicherlich ist es ein bisschen oder sehr kompliziert, durch solche Stadt auch zu fahren. Aber man kann nicht vorher sagen, man hat Angst. Ich muss wissen, was ich will. Und wenn ich weiß, was ich will, dann muss ich meinen Willen auf die Pferde übertragen. Und das hat bestens geklappt. Sie haben wunderbar mitgespielt. Und ich bin richtig stolz auf meine 5 Jungs. Helmut, sehen wir da eine Träne in deinem Auge? Nein. Vor Rührung? Das ist Freude. Fox. Ja, sieht so aus. Die ganze Gruppe ist interessant. Ne? Und das weiß man natürlich auch vorher nicht. Ne? Wenn man jetzt denkt, so, ich mache einen Urlaub irgendwo in einem Hotel, ja, dann kann ich sagen, ach nee, die Leute stinken mir. Da distanziere ich mich jetzt von und ziehe mich vielleicht irgendwie zurück. Und hier sind wir jetzt einfach mal so die ganzen Stunden auf engstem Raum zusammen. Und ja, wenn du dann so ein, ich sag jetzt mal, so ein Stinkstiefel dazwischen hast, ne? Haben wir aber nicht. Ne? Haben wir nicht. Nee, nee. Finde ich schön. Ja. Was füllst du da jetzt auf? Ja, einmal Müsli und einmal Hafer. Das ist Müsli, wie wir das auch essen zum Frühstück? Nee. Ich hab's schon. Moment, wer kriegt das hier? Wer kriegt das jetzt? Ist egal. Würde ich hinnehmen. Paul ist das? Paul hat noch nicht. So. Komm her. So, da hast du. Hey, du grinst schon so. Du hast ja auch Feierabendbier, ne? Nein, ich habe das Bier gekühlt, damit die beiden Kutscher auch ordentliches Bier kriegen. Und du auch eins? Ja, für mich fällt vielleicht auch eins ab. Aber das ist so euer Ritual, wenn alles getan ist, dann am Campingtisch und dann zischt ihr ein? Nee, zisch nicht. Ein Bier, aber mehr gibt's erstmal nicht. Nee? Ist er ein strenger Chef? Helmut? Hab ich noch nicht richtig rausgekriegt, wir mal sehen. Das weiß ich noch nicht so richtig. Aber dein Part ist sozusagen immer vorzufahren, alles aufzubauen und dass, wenn die Kutsche kommt, alles bereit ist, die Pferde sofort ran können, ne? Ja, genau. Ein Bestimmungsort ist... Guck, was er daraus holt. Erst mal ein Bier und ein Kutscherschluck. So, Prost auf den gelungenen Tag. Auf die Pferde. Jetzt Brötchen. Wir haben Brötchen, wir haben Wurst, wir haben ein bisschen Aufschnitt und wir haben auch noch ein bisschen Kuchen. Und Bananen haben wir auch.
Helmut Jäger ist einer der neuen Gäste auf Helmuts Kutsche. Er ist seit 4 Tagen mit dabei und bläst mit seinem Jagdhorn zum Mittag. Für den Landwirt aus Blüthen ist es eine Traumreise. Wenn er zurückdenkt an den nasskalten Februarmorgen, als sein Freund Helmut Deutschkämer ihn mit der Kutsche abholte, ist er immer noch gerührt. Was für ein Tag. Ein bekanntes Bild. Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag. Gutschein. 7-tägige Etagenfahrt mit der Postkutsche. Oh. Sehr gut. Was ist von deinen? Von den Kindern Jörg und Janine, Thorsten und Annette, Dirk und Mandy, sowie alle deine lieben Enkelkinder. Mein lieber Helmut, ich bedanke mich. Ich danke dir, Helmut. Für gute Freunde machen wir immer und alles. Gut. Und nun das. Die Pause auf dem polnischen Reiterhof nervt langsam. Schon 3 Stunden sitzen wir fest und Kavalier hat noch immer kein neues Eisen. Lange können wir nicht mehr bleiben. Keiner ist, dann fahren wir los. Komm ran hier. Kavalier! Hörst du nicht? Also Abfahrt. Langsam wird es schummrig und noch 30 Kilometer liegen vor uns. Hoffentlich läuft Kavalier seinen Huf nicht zu weit ab. Der nächste Morgen. Kavalier hat absolut keine Lust auf eine Autofahrt, aber es hilft nichts. Geh rum, Kavalier. Weil er ja gestern ein Eisen verloren hat, aber noch tapfer durchgehalten hat und sich den Huf nicht noch weiter abläuft, fährt er heute erstmal einmal mit. Sag mal, auf einmal biegen die links ab und... Ja, das hat Christian vielleicht auch nicht schnell genug reagiert mit der Leine und dadurch waren sie weg. Ich meine, solange es nicht mehr gibt als nasse Füße und keinem was passiert. Ja. Abenteuer. Komm, Paul, komm. Pass auf hier, komm. Gehst. Paul. Gehst. Pass auf. Komm. Brrr. Nein, nicht weg. Hier geblieben. Brrr. Der bescheuert da runter. Warte mal, wir gehen mal vor hier. Soll ich denn lieber Wasser holen? Das, was wir jetzt gemacht haben mit den Tränken, war eine vertrauensbildende Maßnahme, dass wenn noch sowas normal ist, dass sie das kennenlernen und eben beim nächsten Mal freiwillig gleich ohne weiteres durchgehen. Es ist eben ein Unterschied, ob ich ein fließendes Wasser habe oder ob ich eine stehende Pfütze habe. Jetzt 4 Tage lang die Füße nicht gewaschen, das war die günstige Gelegenheit jetzt. Gewohnheitsbedürftig, ne? Es ist wie Scotch trinken. Muss man sich erst dran gewöhnen. Das war mein Finger, okay? Bitte, vorsichtig sein. Das ist eine Postkutsche nach dem Vorbild von? Das ist eine englische Mehlkutsch. Ist nach Originalunterlagen von 1806 in einer polnischen Manufaktur Ende der 90er Jahre gebaut worden. Und sie ist dazu konzipiert worden, dass der Hochadel oder der Adel in England in die berühmten Parks rausfahren konnte, um eben Picknick zu machen. Beziehungsweise England hatte ja als erstes Galopprennbahnen, dass man rausgefahren ist auf die Galopprennbahn und damit gleichzeitig einen Tribünenplatz hat. Denn wir sitzen ja 2,80 Meter über der Erde. Um die Richtung anzuzeigen, haben wir oben eine sogenannte Kelle. Hier haben wir eine Kelle, die eben von der Berufsgenossenschaft und so weiter abgenommen ist und vorgeschrieben ist.
Tatsächlich, vom Kutschensachverständigen Jens Minzlaff. Der hat diese Kelle zertifiziert. Pausentag in der Kaschubischen Schweiz. Die Pferde diesmal nicht im Stallzelt, sondern auf einer Weide. Und wir auf einem Ökobauernhof direkt am See. Morgen. So vertraut auch mit Eckart schon, dass er sagt, geht mir alles nichts an, ich bleib liegen. Ecki? Vermisst du was auf der Reise? Sonst lese ich jeden Tag die Bildzeitung, guck N3 und ähnliches und bilde mich politisch in der Richtung immer auf dem Laufenden. Man kriegt nichts mit hier, ne? Man ist. Und hier ist gar nichts mehr. Kein Radio, kein Fernsehen, keine Zeitung. Und es geht. Worüber ärgerst du dich manchmal bei ihm? Das Problem ist, wir haben uns noch nicht einmal gestritten. Nee? Nee. Ist das ein Problem, dass wir uns noch nicht gestritten haben? Also ich habe mich auch dementsprechend, ich habe mich versucht auch anzupassen, denn er ist der, der den Hut auf hat. Und, Aber das macht er auch immer ziemlich klar deutlich, ne? Ja gut, ich habe es noch nicht angelegt. Ich meine, ich habe schon ein, zwei Mal gemacht, was ich wollte, weil mir das nicht gefallen hat, was er wollte. Habe ihm das dann so unmissverständlich gesagt und dann hat er auch nichts zurückgemuckt, dann war die Sache auch erledigt. Eckart ist das erste Mal mit auf der Tour dabei und hat vorher mit Pferden wenig oder gar nichts zu tun gehabt, aber er weiß auch schon, wie es geht. Und vorgestern hatten wir ein Problem, dass Kavalier ein Eisen verloren hat und da wollte ich das nachnageln vor dem Wagen und. War ein bisschen viel Spannung drin und ein bisschen viel Unruhe, hat das nicht geklappt. Haben das beide heute gemacht in aller Ruhe, wo wir alleine waren. Er hat wieder seine vier Schuhe an und kann morgen wieder laufen. Das ist eben mit auch eine entscheidende Frage, dass man eben solche Sachen dann auch bewerkstelligt und bemeistert. Und das zeichnet eben ein Team aus dabei. Darf ich die heimleuchten? Komm. So. Gute Nacht. Heute sind wieder alle fünf Pferde am Start und es sind noch zwei Tage bis zum Ziel. Die Postkutsche ist vorgefahren und bittet seine Gäste aufzusteigen zur vorletzten Etappe. Du hast gerade gesagt, es ist immer wieder ein schönes Bild, jeden Tag aufs Neue, wenn am Morgen vorm Hotel die Pferde vorfahren. Warum bist du so begeistert davon? Es gibt doch irgendwann auch mal nichts Neues mehr. Ich meine, wir machen jeden Tag das Gleiche. Nee, würde ich nicht sagen. Also erstens mal, glaube ich, muss man einen gewissen Tick haben, um das zu machen. Und dann ist es jeden Tag spannend, weil du irgendwas Neues siehst. Kleinigkeiten, ob das die losen Gänse, die getrieben worden waren, am Wegrand waren. Oder irgendwas Schönes, was du unterwegs siehst. Einfach spannend. Nette Leute, mit denen du unterhalten kannst, passt schon. Wetter und so, das macht dir gar nichts aus. Das ist auch mal Regen. Ich meine, wir sind jetzt mitten in den Herbst reingefahren. Ja, gehört dazu, würde ich sagen. Also, vermisst du irgendwas zwischendurch? Nö, eigentlich nicht. Die Weltlage? Nein, überhaupt vergisst nicht. Vergisst alles um dich. Ja, tut gut. Und heute ist ja noch ein ganz besonderer Tag. Karin Mach, haben gehofft, der Regen hört auf. Er tut es noch nicht. Wir können jetzt noch nicht ewig warten, sonst kommen wir heute nicht mehr an. Deshalb hier, absolut wetterfest. Ne, Rolf? Ja. So sehen wir richtig aus wie Kutscher jetzt, ne? Musst du den Mut antrinken, Carola, oder was? Nein, das ist eine Gewohnheitssache. Jeden Morgen um 10. Ach, siehst du, im Spiegel hat man alles zu spät. Dann hätte man sie mal sehen können. Bleib doch mal hier. Hallo, du kriegst ja was auf der Jacke da vorne, du. Hier, komm. Hier, pass auf da. Hier bleiben. Komm, Paul. Komm. Paul, komm. Müssen die Nächsten dann links abbiegen. Komm! Komm! Komm hier, Paul! Paul!
Fürs Stettiner Schloss hat jetzt niemand ein Auge. Wir müssen irgendwie raus aus diesen engen Gassen und das bei einem Kutschenwendekreis von 15 Metern. Hier komm! Hier komm her! Zum Glück hast du deinen getreuen Christian, ne? Ja, das muss mindestens, dass der Beifahrer mit dazu ist. Der eben stehen ist gut. Der eben bei solchen Sachen dann hört auf hier. Guckt, wo kann man lang, wo ist was. Denn ich hab, ich muss mich, hast du selber auch gemerkt, steht doch mal still jetzt, Jungs. Gemerkt, ich muss mich eben voll, steht doch still, auf das Gespann konzentrieren. Komm, komm, komm hier, Charlie. Brrr. Brrr. Jetzt ist rot, jetzt geht nicht. Hier komm her, brrr. Hier komm, Charlie, hier komm her. Brrr. Hier komm, Paul. Dann fahren wir so rum raus. Ich wollte mich da gleich schräge. Hier komm. Das Schlimmste ist erstmal geschafft. An den Hakenterrassen können wir runter vom Bock. Dem Pass für die Pferde. Helmut, Passport for the horses. Passport for the horses. Paul, muss deinen Ausweis zeigen. Paul. Kopf. Which one? Wer ist das? Which one? Wer? Oh Gott. Nee.